Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zum Ende der Welt. Nein, am Arsch der Welt, ne? Ja, im Wald und wie ihr dem Kichern entnommen habt, der bärtige Sido ist auch wieder dabei. Ja, yeah, voll ausgestattet mit Knochen und einem Energy. Ich bin auch mit Energy da, aber meiner ist nicht zum Aufklippen, sondern eher zum Aufdrehen. Weil ich habe den wieder verschließbaren. Ja, ich habe zwar einen zum Aufklippen, aber nachdem Livos dann schon 6 Minuten das Ende gesucht hat, haben wir dann beschlossen, die Aufnahme neu zu starten. So. Wir sind voll ausgestattet. Ich gehe mal ins Inventar. Ihr könnt sehen, alles voll. Du Nachmacherin! Ich hab gerade schon I gedrückt. Ja. Voll ausgestattet mit guten 100 Pfeilen. Bogen, allem drum und dran. Ne? Man kann übrigens auch Steine angeblich auf diese vor diesen Stahltüre. Kann keine Steine und Stöcker tragen. Perfekt. So. Wir müssen erstmal in den Krater zurück und dafür, ich gehe mal auf die Karte M, da müssen wir nach ganz oben zu diesem Kreis über dem Krater noch. Aber das ist kein Problem. Ach so, da, okay. Immer dem bärtigen Sido hinterher. Genau, der weiß, wo es lang geht. Naja, wer sich ne super intelligentes Drogenopfer nennt, der weiß immer, wo es lang geht. Oh yeah. So, ich würde sagen, wir ignorieren einfach auch alles, was uns angreift, bis wir da sind. Ach, schade. Und ich wollte dich wieder mit Steinen nerven. Tja. Apropos. Asthmatiker for the win. Ich habe noch kein Asthma. Jetzt habe ich Asthma. Aber hier ist ein Typ. Egal, ich gehe im geblockten Modus einfach ein bisschen geradeaus. Bin echt gespannt, ob wir mit den 3 Stunden hinkommen oder ob das länger dauert. Gute Frage, ne? Also, weiß nur, dass es Leute gibt, die haben das sogar noch in einem beziehungsweise 2 Videos reingekriegt. Ja, die haben 1 Stunde gebraucht. Das habe ich auch gesehen. Aber das muss ja nichts heißen. So, wo sind wir? Immer auf die Karte glotzen hier. Hey, der hat uns sogar in Ruhe gelassen. Ja, die wissen mittlerweile schon, mit uns legt man sich nicht an. Mal schnell den Stoff mitnehmen. Wie geil, dass du hier den kaputt gehauen hast und bei mir stand der noch. Aber ich habe den Stock wegfliegen sehen. Weißt du Bescheid? Ja. Echt episch. So. Also, episch am Arsch, aber okay. Hier ist der Krater, hier müssen wir links dran vorbei. Ach, ich dachte, wir jumpen jetzt runter. Könnte man auch machen. Oder wir nutzen diesen Baumstumpf einfach als so einen Schlitten. Kann die schon mal essen. Ja, ich auch. Das nutze ich doch gerade mal. Ja, gerade weil man... Um das Mini-Hunger da zu stillen. Denn wir müssen wieder nach da unten. Und von dort aus geht's dann richtig zum Ende. Ja. Dann sind wir richtig am Ende. Mein Gott. Jetzt fühle ich mich wirklich echt, wie Kronk. Wo er das mit Sarazaga aufgenommen hat. Oh, wir sind hat. Falsch gelaufen. Du weißt die Anspielung, ne? Welche denn? Mal Sarazar mit seinen... Oh, die Horde rennt. Hallo, meine Freunde. Aber ich muss euch leider ignorieren. Ich muss meinen Asthma kurz auffüllen und dann kann es weitergehen. Oh, lauf. Mami, die wollen mich hauen.
So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Ausdauer. Die Fahne da drüben, oder was? Also ich sehe keine, aber ja. Also bei mir ist da so eine rötliche Fahne. Genau, bei mir jetzt auch. Da müssen wir auch hin. Rosa. Ich weiß nicht, was du hast. Irgendwie siehst du die irgendwie nicht so weit wie ich. Dabei habe ich alles perfekt eingestellt, ne? Also ich habe alles auf hoch und so und auf mega. Oder liegt das vielleicht daran, dass man eher nur die sieht, die man selbst aufgebaut hat? Ich habe diese Fahne selber gesetzt. Ach so, okay. Ich sag schon nichts. Ich gehe in die Ecke und schäme mich. Also man kommt hier schon rein und sieht schon, man könnte hier richtig sein. Erstmal Krach machen, damit uns jeder hört. Nee, das verstehst du jetzt falsch. Die hängen nur ab. Ach so, ja, das stimmt. Das ganze Geld mitnehmen? Geld und Uhren. Ja, Uhren habe ich genug. Ich aber nicht. Ich scheiß Tennisball mal wieder aufgesammelt. Mit Leuten abhängen hier. Man fühlt sich wie in der Schlachterei. Echt, warum denn? Das verstehe ich jetzt ja nicht. Oder in einem schlechten Horrorfilm. So, wir müssen aber das Ende hier leider nur suchen, weil ich weiß nicht mehr, wo wir überall lang müssen. Ich weiß nur noch, dass wir ziemlich nach unten immer gekraxelt sind mit diesem Kletterhaken. Ja. Das war die Höhle am Wasser, ne? Warte mal. Also erstmal können wir hier nur an einer Ecke lang. Ja. Und ich würde hier mal lang gehen. Das hatten wir doch mal kaputt gemacht hier, oder? Da ist Wasser. Wir müssen hier links lang. Wir müssen hier runter. Genau. Links und runter. Daran erinnere ich mich auch noch. So. Weil ich da nämlich erst gefragt hatte, ob man da ganz runterkommt oder so. Hier sind noch Snacks, die sammle ich mir mal wieder auf. Und ich kriege mal wieder den Pinsel zu sehen. Mensch, den habe ich ja noch gar nicht gesehen in diesem Spiel. Oh. Bin zu übereifrig. Wo geht's denn hier weiter runter hier? Mal gut, dass wir hier schon mal den Bogen ausgiebig gesucht haben. Schön, dass ich erst mit einer Hand die Seile runterkletter, weil in der anderen Hand das Feuerzeug ist, ne? Ja. Komm unten an, hat er noch den Pinsel in der Hand. Solange du nicht einfach random einen Baumstamm in der Hand hast. Ja. Ich weiß aber auch nicht, woher der kam. Ich meine mal, da waren wir auch in einer Höhle. Ich muss mal gucken. Ich glaube, die Folge muss ich mal wieder suchen. Das war echt legendär. Für mein Best of 2018. Und ein bisschen tiefer, sonst stürze ich noch ab. Im Gleichhakung. Gleichhakung. Ja. Ob das ein Wort ist? Bei mir schon. Das ist mi Deutsch. Das ist mi Deutsch. Das Originale was Deutsch. Ja. Das ist wie dieses Türkisch-Deutsch. Weißt so, wir du? Gehen ja aber direkt runter, weil da hinten war ja eh nichts. Wenn, haben wir es eh schon eingesammelt. Das ist dieses typisch türkisch-deutsch, nur halt Liversdeutsch. Ach so. Weißt ja, du, so dieses Digga, Alter. Weißt schon du? Schon wieder so ein Glaubensbuch-Dings. Was? Ich hab hier so ein Buch. So ein Glaubensbuch-Dings. Bibel. Da ist ich wollte gerade sagen, da ist ein Kreuz drauf. Das wird eine Bibel sein, da geht's nicht runter. Auf der anderen Seite. Hier kann man
Kommt man hier nicht? Nee. Okay. Ja, dann müssen wir doch hoch und doch rüber. Ups. Diese Frau echt. Schlimm. Ja, ich wusste das nicht mehr. Also, liebe Spieler, also männliche Spieler, wenn ihr euch nie sicher seid, wo es lang geht und euch immer gern verlaufen wollt. Jetzt sagt nichts Falsches. Ich sag nur Shio. Hallo? Mach das Licht an, du Typ. Gott, jetzt wird's gleich wieder mega laut mit dem Wasser hier unten. Hoffentlich sind die ganzen Galoppelheinze und so nicht mehr da. Oder war es ein Muschiklaus da unten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, das war... Wir hatten waren beides zwei. Mal gesehen. Ach nee, die zwei vor der Tür, das waren, glaube ich, Galoppelheinz. Der mit den Armen, ne? Und, wow, Alter, ich dachte gerade, ich stürze ab. Oh, du Typ. So. So. Genau, und hier irgendwo kam die auch immer um die... Genau, hier ist nämlich die sehr moderne Tür. Die, wir wissen Bescheid, Tür. Ist doch überhaupt nicht dunkel und gruselig hier, nein. Ja, das heißt, wir müssen in den Keller. Aber das muss ja wirklich eigentlich mal als, ich sag jetzt mal, Tür gedient haben, ne? Das heißt ja, eigentlich muss da irgendwas durchgebrochen sein. Damals. Also irgendein Viech mal durchgedonnert sein. So, dann mussten wir runter? Ja, ne? Weil hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Mach das Licht wieder an, Mann. Genau, weil das hier konnte man nur durchgucken. Lücke war, die wir versucht haben aufzusprengen. Und hier hattest du plötzlich einen Baumstamm in der Hand. Mal gucken, ob das wieder passiert. Warte mal, ich muss mal kurz... Momentan an Atmen. Muss mal schnell einen Baum umfällen, dann geht das, Moment. Nee, ich wollte nur gucken, wie viel mein Atemgerät hat. So. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, ob wir da... Nee, wir mussten... Also in der Höhle nicht tauchen. Mussten. Wir mussten für den Bogen dann tauchen, aber hier nicht. Naja, zu Not bin ich mit Flaschen voll. Ja, ich auch. Bin voll die Flasche. Genau, hier kam nämlich dieses geil aufgestellte Zelt. Ich erinnere mich. Was total normal war. Wollen wir hier vielleicht auch speichern? Ja. Speichern mal. Ich kann gerade nicht. Warte, jetzt. So, ich habe gespeichert. So, und ich speichere das nämlich jetzt wieder auf dem ersten Spielstand. So haben wir den ersten in der Höhle und den zweiten dann noch außerhalb der Höhle. Hier haben wir ganz viele Finger. Die wollen doch nur Finger. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, das hat man gehört. Hier war das. Nein, hier war das nicht. Wo man durchgucken konnte, das kam, glaube ich, später. Ich wusste, dass gleich Kraft von hinten kommt. Woher nur? Hier ist Medizin und Snacks. Okay, Medizin sehe ich, aber Snacks nicht. Das ist gut, weil ich habe ja eben auch keine Snacks gekriegt. Medizin bin ich aber voll. Genau, ich erinnere mich. Hier ist nämlich jetzt die Holzwand. Die Wand des Todes, guck. Ey. Guck. Ich wollte mal rüber luschern. Ja. So wie bei Hör mal, wer da hämmert. Ne? So. Ja. Ja, stimmt, mit unseren schönen Leichen hier im Wasser. Stimmt.
Ich habe gerade einfach nur geguckt, ob hier noch Leute sind, aber wir sind alleine. Ich bin der König der Welt. Achso. Mal gut, dass wir hier unten schon alles umgebracht haben. Guck mal, der Generator kann schwimmen. Sicher, dass das da drauf war? Nee. Nee. Wollte gerade sagen, kommt mir jetzt langsam nicht mehr bekannt vor. Ich glaube dann doch hier lang. Ach doch, nicht dann. Als wird das Feuer nicht unter Wasser leuchten können. Babys. Mhm. Oh, ich habe noch Fische, die hier liegen. Stimmt, wir könnten hier rechts mal schnell Fische fangen. Und uns einen Fisch braten. Warte mal, kann ich eigentlich den Topf füllen hier? Warte mal, du hast ja Fisch, ne? Ich habe Fisch jetzt gefangen. Hier ist ganz viel. So. Guck mal zum Feuer, da liegt was drin. Yummy. Weil ich hatte ein bisschen noch was mitgenommen. Ja. Und das ist noch gut. Und solange es noch gut ist, ist es gut. Das stimmt. Ne? Dann gönn ich mir noch einen Soda und dann können wir weiter. Ich noch ein Energy? Ich wollte gerade sagen. Trinkenmäßig bin ich eigentlich noch gut voll. Ich glaube, ich habe gerade. Wenn nicht, hier wäre noch neues Soda. Da ist ein Dings hier. Muschi Klaus. Oh, scheiße daneben. Warum brenne ich nur? Weil ich den Muschiklaus angeworfen hab und du zu nah dran warst. Man kann nämlich gut um den rumrennen. Eigentlich. Nur bei dem nicht. Jetzt ist er tot. Ist er. So, dann rüste ich doch gleich mal die Rüstung nach. Ja, dich hat er ja getroffen, mich nicht. Ja. Weil er gerade umdrehen wollte und dann gestorben ist. Ganz geistreich so. Ach, da greift ja noch was von hinten an. Oh, tot. Aber das zeigt schon mal, dass wir da in die Richtung eigentlich ganz richtig sind. Ich kann mich hier nur nicht dran erinnern, dass hier Hocker standen. Okay, da. Aber vielleicht kam das auch erst mit dem Update. Bei mir schwimmen die Fische hier in der Luft. Ja. Das ist echt. Das sind fliegende Fische. Noch nie Ach was von so. Fliegenden Fischen. Deswegen hört man auch immer von Fliegenfischen. Ah. Hier war der Wasserfall. Nee. Da müssen wir doch irgendwie hier rechts ein bisschen geradeaus. Guck mal kurz auf die Karte. Hier lang, hier. Das könnte gut sein. Ja, hier sind so komische Totems und so gewesen. Irgendwas Interessantes zum Mitnehmen. Hier sind ein paar Finger. Und hier ist die nächste Holztür. Immer diese Leute, die fingern. Ja, ich stehe da halt drauf. Ich mag das. Voll viele Stöcker hier nebenbei. Ja, genau. Schön. Hier mussten wir nämlich, glaube ich, einfach nur rüberschwimmen. Schön ein kleines Bad nehmen. Erstmal reinigen von Infektionen. Dir ist kalt und du bist nass. Bauen Feuer und wärmen dich aus.
Ich wollte gerade sagen, dir ist kalt und du bist feucht. Ach, hier sind ja die ganzen Seiten. Stimmt die meine Biografie? Ja, was hat die hier vergessen? Man kann ja auch so hoch springen. Das, ja, ich wollte gerade sagen, das eigentlich geplante Kletterabenteuer. So, und hier Zu, hinten ist jetzt ich, die oh, ich Tür. wollte ich wollt gerade sagen, ich bin zu fett. Die ist wieder zu. Der Witz ist, da liegt noch was drauf. Ja. Warte mal. Man kann Steine drauflegen. Ich habe jetzt zum Glück auch noch ein paar Keulen von den Eingeborenen mit. Gott. Mir ist zu kalt. Warte kurz. Hast Mir du ist keine kalt. Hasenschuhe an? Nein. Willst du meine haben? Mir ist nämlich nicht kalt. Geht schon, geht schon. So, hier war ja nichts. Nee, hier kam jetzt nur noch eine Tür irgendwo. Genau, da vorne. Die ist natürlich auch zu. Jetzt gedacht. Erstmal Ja, Steine wär's. drauflegen. Glaube, jetzt kommen wir Das schon reicht schon. durch. Genau. Beide drehen Jetzt. sich erstmal um. Ja, weil dieses Geräusch kommt ja dadurch, dass das jetzt. Genau, jetzt kommt nämlich diese komische Steinbrücke. Und dann weiter hinten müsste noch eine dritte. Ja, das ist ziemlich Spielzeug, haben wir ja schon 50 Mal aufgesammelt. Und weiter hinten kommt nämlich jetzt noch eine dritte, die dann in den Krater führt, wenn ich jetzt richtig noch weiß. Genau. Behind you. Was? Hab das Gefühl, ich Wie? werde verfolgt von hinten. Wie? Wie? Das sah gerade ziemlich ekelhaft bei mir aus. Ich habe deinen Innenkopf gesehen. Und du lagst bei mir gerade ein bisschen. Immer noch? Nein. Aber du. Merkwürdig. Warte mal. Jetzt lagst du echt heftig. Post antwortet nicht. Und gleich User disconnected from your channel. Hey, ich höre dich noch, ich höre dich noch. Warte mal. Jetzt bist du normal. Okay. Weil mein Internet hat nicht geblinkt oder so. Mein Internet hat nicht geblinkt. Ich habe aber im Hintergrund jetzt mal eine Software ausgemacht, die mein Stream Deck eigentlich steuert. Und das brauche ich ja nur zum Stream. Ja, also jetzt ist auch besser. So, dann haben wir hier den Helikopter. Und hier soll irgendwo so eine Wasserstelle sein, wo man tauchen kann. Moment. Grad mal kurz. Hier sind Leute, hier ist Besuch. Ja, ich höre. Guten Tag, mein Freund. Ich bin Vertreter von Katana Boah, der GmbH. hat eine Kette am Fuß oder sowas. Von Katana Schlitzdichtauf GmbH. Gott, du fängst wieder an richtig zu laggen. Lag ich denn auch? Ja. Warte mal. Sag mal was. Hallo, hallo. Leckt immer noch. Ja.
Warte mal. Jetzt mal kurz. Ask Manager da. Also bei mir geht's eigentlich. Ja, bei mir ist auch alles normal, ist komisch. Strange. Muss mal kurz gucken. Ja, nimmt noch auf. Nicht, dass ich jetzt hier mittendrin. Die Sache ist die, das ist im Grunde hinter diesen Felsen hier. Ja, Klatsch. Okay, wir gehen außen rum. Zack. Kurz mal Ich essen weiß und ja nicht, trinken. ob hier noch der Klaus und so unterwegs ist, aber ich glaube nicht. Weil du siehst ja hier schon Wasser. Ja. Und glaube, wenn ich es richtig weiß, müsste das nämlich hier. Also ich höre auf jeden Fall noch was. Hier ist das Wasser. Das sieht doch gut aus. So, ich mach Tauchgerät an. Und ab ins kalte Nasse. Ja, ich sehe, wo es reingeht. Du siehst das? Okay. Ich hab's Man muss nämlich sogar gesehen. E drücken, um da reinzugehen. Oh. In die Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Warte, von da? Kommen wir von da? Nein. Ich verstehe dich gerade gar nicht. Ich dich auch nicht. Mein Sauerstoff ist bald alle. Hier. Bei mir. Ja, ich komme. Sieht zumindest nach dem Arschloch der Welt aus. Oh, Scheiße. Hoffentlich tauchen wir bald auf. Weiß, mit Schiff kannst du schneller schwimmen. Ja, ich bin dabei. Dachte sie und rast an mir vorbei. Oh fuck, mein Sauerstoff ist gleich leer. Frag noch. Verdammt. Das war. Oh, Gott sei Dank. Das war Und ich knapp. frag noch. Oh Wohin? Gott, Meins ist nämlich jetzt zur Hälfte. So, kurz abequippen. muss mich ja mal umgucken. Gibt es da was Interessantes? Schädelknochen? Hier ist so eine Seite. Oh, Timmys Spielzeug. So. Bild. Nicht Spielzeug. Ja, und zwar, warte mal kurz. Bin mal so frei. Hier ist Dir nämlich kalt. kalt. Ja. Ich leg mal zwei Fische drauf. So. Wir müssen eh jetzt mal, glaube ich, aufhören Ich hier. wollte gerade sagen, sind nämlich jetzt noch bei 40 Sekunden. Deswegen, ja, würde ich sagen, was das für diese Folge. Ja, ihr seht, wir kommen dem Ende immer näher und näher und näher. Und dann würde ich sagen, war's das. Und dann tschüss, ciao. Euer Levers und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt wird's spannend. Ciao und bis zum nächsten Part.